Hallo, ich bin Sarai von Hoffenheim. Ich bin Laura vom 1. FC Frankfurt. Ich bin Stefanie vom SC Freiburg. Und wir machen heute das Flyalarm Autocomplete Interview. Frauenfußball ist wie Pferderennen mit Esel. Was zur Hölle? Hey, warte mal, das muss ich erstmal verstehen. Pferderennen, das heißt einfach, dass wir langsamer sind, ja, als wir nicht geschafft. Ja, das ist Blödsinn. Ja, das, keine Ahnung, weiß ich es auch nicht. Esel können auch schnell sein. Nein, das ist das. Hey, Esel tragen tagelang Leute über die Berge. Das ist auch was, oder? Ich finde man auch. Ja, gut. Zweite? Mhm. Achso, mal gleich. Ja, du lieb. Frauenfußball, 10 Gründe, es zu lieben. 10? 10 Gründe. Also hier sitzen 3. Die anderen sind drüben. Die anderen sind drüben. Nein, ich glaube, es gibt viele Gründe, oder? Ja. Ja, wir machen weiter, wir kämpfen, wir bleiben nicht liegen. Also wir meckern auch nicht so viel. Nicht liegen bleiben ist, glaube ich, ein großer Punkt. Ja, das, ja. Weniger liegen, auf jeden Fall, als die Männer. Weniger Schauspiel. Wahre Emotionen. Okay. Oder selbst wenn irgendwas wehtut, fürs Team weiterkämpfen, also da geht keiner raus und sagt so, nee, mein Knöchel tut jetzt auch nicht so egoistisch, würde ich sagen, oder? Also. Gut. Okay. Next. Frauenfußball früher und heute. Ja, es hat sich schon viel gemacht. Ich glaube, das sieht man und merkt man auch. Ja, an sich athletischer auch, finde ich, als früher jetzt. Ja, hat sich viel getan. Ich meine, ich bin früher, ist ein bisschen her. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, da geht auf jeden Fall noch eine Menge. Ja. Aber ich glaube, die Tatsache, dass wir hier sitzen, ist schon mal ein guter Anfang. Okay. Frauenfußball und Donald Trump, Angela Merkel. Huch. Mit Donald Trump erinnere ich nur an die WM mit Megan Rapinoe. Aber ach so, weißt du, ja, da wurde wahrscheinlich gemeint, dass Megan Rapinoe und Donald Trump sich ein bisschen geclasht haben auf Twitter. Ich glaube, Megan Rapinoe meinte, sie will nicht ins Weiße Haus. Und dann noch ein paar Schimpfwörter mit rein. Ich meine, sie hat es mir gezeigt, also. Also ich fand's richtig cool. Ich auch. Wo ist der Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball? Die sind Männer, wir sind Frauen. Das ist beides Fußball, aber ich glaube, das wird manchmal ein bisschen vergessen. Ja, und ich finde, man sollte das nicht so oft vergleichen. Also man kann es auch gar nicht so vergleichen. Nein, eben. Wir sind halt anders als Männer jetzt, also. Wo gibt es Frauenfußball ohne Trick? Ja, also. Das ist eine gute Frage. Nirgendwo fast. Also bei uns auch nicht. Nee, also. Ja, ich mach die nächste. Wo wird Frauenfußball übertragen? Eurosport freitags. Hoffentlich häufiger bald. Ja. Aber ich glaube, da wird dran gearbeitet. Aber jetzt immer mehr, auch in Streams und so teilweise. Auf Facebook könnt ihr es euch angucken oder auf YouTube wird gestreamt. Kommt immer drauf an. Muss man vielleicht einmal mehr googeln als bei Männern. Aber es wird übertragen. Es wird übertragen. Was ist die beste Mannschaft im Frauenfußball? Hoffe. Ja. Ja, wenn man von der Champions League ausgeht. Ja, oder nur in Deutschland. Nur in Deutschland würde ich jetzt Wolfsburg, ist glaube ich unumstritten. Ja, jedes Jahr eine andere Liga. Ja. Und sonst? Olympique Lyon. Lyon ist schon krass auch. Ja. Ja, sonst Paris war auch mal richtig lange richtig gut. Ja. England kommt langsam. England kommt. Amerika gibt es auch richtig gute Mannschaften, aber die sind so ein bisschen abseits von den anderen. Also gibt jede Menge gute. Ja. Was verdient man im Frauenfußball? Über Geld spricht man doch nicht. Auf jeden Fall weniger als die Männer. Und auf jeden Fall auch so, dass wir ganz viele von uns auch noch arbeiten oder studieren. Ja, zur Schule. Was ist beim Frauenfußball anders als beim Männerfußball? Das Gehalt. Ja. Wo wir schon mal im Thema sind. Ja, was man halt auch sagen muss, die Männer haben halt einfach eine ganz andere Athletik. Aber und es schauen halt auch viel mehr Leute an. Ja, eben. Stimmt. Was wiegt der Ball beim Frauenfußball? Das ist tatsächlich derselbe Ball wie bei den Männern. Nicht leichter, nicht kleiner. Genauso.